So, meine Freunde, wir sind am letzten Verhandlungstag. Gucken, ob wir noch irgendwas kriegen. Bevor der 60. Spieltag beginnt. Das ist der letzte Tag des Transfers. Ja, ihr seht, ich habe hier jetzt eine gewisse Zeit. Ja, gut, Texte kenne ich nicht. Kriege ich nicht die anderen drei? Könnte ich sogar kriegen, wenn ich genug Geld habe. Leroy Sané wäre natürlich schon nice. Sensio deutlich unter dem Marktpreis. Sané auch. Aber ich will mal was gucken. Wenn ich den jetzt. Wen habe ich denn gesagt? Wen will ich denn eh? Genau, Alairo. Alairo würde ich ja eh verkaufen wollen würden. Ist mir eigentlich eh zu alt. Ich suche mal Alairo, will aber euch natürlich keine 85 Millionen zahlen. Mein Kater spinnt wieder. Ihr hört es. So, minimales Jahresgehalt, Alairo weg. Das finde ich ganz gut. Das Angebot mal geben. Wir kriegen auch kein Angebot für Alairo. Ich weiß gar nicht, warum ich mir den noch reingepackt habe, wenn ich ehrlich sein soll. Die Mannschaft, aber gut. Gucken wir mal, was haben wir hier gekriegt? Albiol. Dass der immer durch die Gegend flitzen musste, der Kater, ist unglaublich. Ja, Albiol, die sind mir allzu alt. Was soll ich sagen? Kriegen wir Sané? Perfekt, dann können wir uns Asensio auch noch leisten. Oh, ne, Asensio nicht mehr, muss ich sagen. Ja, bevor ich mir. Asensio kann ja auch über die Außen spielen. Jetzt ist er eben vorgelaufen und vollkommen gescheuert. Aber manchmal will ich mal wissen, was den Kater treibt. Aber gut. Ja, wir haben hier alles gemacht. Könnte ich da vielleicht noch einen Spieler für auswählen? Ne, die wollen keinen haben, ne? Die wollen noch nicht mal Alario haben. Ist wie es ist. Ich könnte vielleicht noch. Was ist denn der Selke wert? Nee, aber eigentlich. Simba! Was auch immer der gerade geritten hat. Nee, ich kann keinen Spieler mehr dazugeben, die wollen keinen haben. Freigabegebühr. Ich gebe auf 87%, das sollte ich ja trotzdem noch kriegen. Wenn ich dann, Asensio und Sané kriege, glaube ich, sind wir gut aufgestellt. Aha, Asensio sind gescheitert. Shit. Wir nochmal neu anfangen? Ich das in Zeitkosten, wenn ich jetzt anfrage? 3 Stunden. Gucken wir lieber nochmal hier. Also Sané werde ich mir auf jeden Fall holen, aber ich will halt eigentlich noch einen haben. Jetzt kaufen wir Sané und wenn Korea dann zu teuer ist. Aber wir können Korea auf jeden Fall kaufen, das ist doch schon mal gut. Jetzt würde ich sagen, holen wir uns erstmal Sané, damit wir noch ein Linksaußen haben. Warte mal, ich habe Angebote gekriegt, oder? Ja, Davy Selke. Was? Naja, gut, die wollen für zu billig haben, das lehne ich ab. Das jetzt erstmal aktivieren, akzeptieren. Aber wir haben auch 2,5 Millionen. Damit würde können Korea sehr sehr schwierig zu bekommen werden. Der Schlusstag des Transferfensters ist immer für eine Überraschung gut.
Und diese Runde war keine Ausnahme. Wir haben soeben erfahren, dass Jimmy Jules FC den bislang bei Man Blue unter Vertrag stehenden Leroy Sané verpflichtet hat. Ein Spieler dieses Kalibers wird dem Team sicher ein gutes Stück nach vorne bringen. Das glaube ich allerdings auch. Das glaube ich allerdings auch. Ja doch, ich habe gutes Gehaltsbudget. Ich kriege ihn für 3 Millionen billiger. Was würde mich das denn kosten, wenn ich jetzt nochmal. Also an Zeitkosten. Ja, ich hätte gerne. Ist General besser als Anführer? Okay, der einen krassen Teamrolleneffekt. Okay, ich scheiße in dem Vertrag auf Asensio. Ich will Keita haben. Und mit etwas Glück müsste ich sogar beide kriegen. Wenn die nicht scheitern. Okay, die sind gescheitert. Schade. Ja gut, dann holen wir uns aber auf jeden Fall Korea. Würde ich sagen. Dann haben wir die DMFs noch, die defensiven Mittelfeldspieler noch. Ist okay. Jetzt haben Kouya und Sané geholt. Sané ist sogar komplett kostenlos und haben sogar noch Gehalt gut gemacht. Kouya hat gekostet, gar nicht mehr wenig. Aber gut. Mal gucken. Vorher an sich jetzt eigentlich nicht so schlecht. Ich kann ihn nicht mehr kaufen. 8 Millionen. Das ist auch gut. Ich brauche eh keine Anfragen mehr stellen. Ich hätte Mbappé noch anfragen können. Mbappé. Ja, reicht halt nicht von der Zeit her. Ich will halt eigentlich Kasper Dolberg haben, wobei ich Mbappé mir im Winter wahrscheinlich hole. Und sonst. Ja. Dembele könnte man mal gucken im Winter. Kann halt auch überall spielen, ne? Auf links, auf rechts. Da will ich. Lemar würde jetzt auch kommen aufgrund der Spieler, die ich habe. Spätestens wenn wir aufgestiegen sind, ja, was soll ich machen? Kann ich nicht akzeptieren hier. Kein Kapital. Spätestens wenn wir aufgestiegen sind, glaube ich, können wir nochmal. Ja, ich kann eh nichts mehr machen. Spätestens wenn wir aufgestiegen sind, können wir noch mal Spieler dazu holen, dann können wir noch mal aufrüsten. Oh, drei, vier Spieler. Oh, vier Spieler in der Mannschaft des Monats August der englischen zweiten Division. Das ist doch noch mal nice. Brand wird natürlich gesetzt bleiben. Ich bin nur gerade am Überlegen. Ach so, eigentlich gar nicht schlecht, dass wir jetzt Pokalrunde haben. Ja gut, das interessiert mich jetzt nicht. Dass wir jetzt eine Pokalrunde haben, finde ich sogar super. Gegen Fenerbahce. Weil. Ja, können wir mal alle drei Trikots. Auswärtstrikot haben wir noch gar nicht gespielt. Deshalb ist das. Ja, das ist weniger ähnlich, wa? Wir bleiben bei dem. Will ich mal was probieren. Was ist denn jetzt, wenn wir. Und den nicht. Ich kann aus dir noch kein LM machen. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Wann kann ich denn LM aus dem machen? Da, jetzt kann ich den LM aus dem machen. Okay, dann wird er offensiv. Dich hole ich dann aber ein bisschen zentraler rein. Hier so. Das finde ich doch jetzt mal ganz interessant. Das können wir doch so mal ausprobieren. Jetzt wird eh die Reserve spielen. Im Pokal ist ja fast gang und gäbe. Oh, was heißt Reserve? Also, außer Caster Wick können die alle gut mithalten, glaube ich. Oh, er ist nicht gesperrt im Pokal. Das ist doch schon mal nice. Korea darf spielen. Ist das sogar noch besser, dann kann ich dich zum DMF machen. Wer hat denn noch gar nicht gespielt? Ich glaube, Ustan hat noch gar nicht gespielt, war. Frei darf spielen und Davi Selke darf von Anfang an spielen.
Ne, West nehme ich mit für Hölscher, der öfters mal spielt. So. Aber will ich mal gucken, ob das mit dem LMF als Sané, ob das funktioniert, weil dann bräuchte ich mir keine Sorgen machen, keinen ZMF zu haben. Ich werde mit Keita auf oder Kita oder Keita oder wie auch immer man ihn ausspricht, werde ich mir auf jeden Fall holen, weil General. Dann krieg ich dann noch ein paar Kapitänsbinde von mir und dann ist halt so, wow, okay, nice. Teamwollen-Effekt ist halt richtig nice. Also Keita werde ich mir auf jeden Fall holen. Ich bin nur mal gespannt, was das mit dem mit Sané als LMF wird. Ob sich die jetzt zu sehr die Bälle wegnehmen oder. Boah, ja, das gebe ich recht. Sie holen sich schon echt früh die erste Karte ab. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So früh die gelbe Karte. Oh, Spieler mit General werde ich mir auf jeden Fall einholen. Da werde ich alles probieren. Starker Ball, hält er drauf? Die Abwehr hat das richtig gut gemacht. Da hatten sie keine Option. Sie spielt ihn lang. Da steigt er hoch. Klasse Ja. von Verbersi. Klasse von Verbersi. Dieser Typ ist einfach nicht auszuschalten. Gerade der Anpfiff. Und er ist schon bei 100% und sorgt für die Führung. Dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Da fehlt das Ach, entsprechende Timing. Es gibt Freistoß. komm, Alter. Gut, wir spielen eine komplett neue Aufstellung, aber das durfte so natürlich nicht fallen, ne? Mires, der rot gesehen hatte. Was? Wie kann er den Ball nicht annehmen? Der Pass war einen Meter entfernt. Oh, wir schwimmen gerade. Wir schwimmen gerade ungemein in der Abwehr, wollte ich sagen. Ach, mein Gott. Die Weißdrüse. Da habe ich schon einen Ojoa drin. Ojoa. Ach komm, Alter, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Das sieht gerade nicht gut aus. Erstmal zwei Tore schießen. Wir sind uns gerade vollends überlegen. Haben nicht in der Liga gegen Fenerbahce schon gespielt? Auch dazu ein Kater, der im Hintergrund um 0 Uhr nachts rumrennt, das ist alles. Geh, lauf halt nicht, lauf halt der Ball vorbei, was ist denn hier falsch? Ist nur einer vorne. Das ist auch nur Davi Selke. Oh, läuft der super. Jetzt vielleicht die Chance. Kluger Pass. Ah, abgefälscht. Aber mit dem linken, mit dem LMF scheint es zu laufen. Ich drück doch, ich drück doch, ich drück doch, drück doch, ey, bitte rein! Ich hab gedrückt, aber keiner wollte schießen. Alle nur dumme nie. Ich weiß auch nicht, was die gemacht haben. Irgendwas Dummes. Ah, nur eine Ecke.
Was? Der war nicht drin? Oh. Da hat nicht viel gefehlt. Keine schlechte Leistung. Um Haaresbreite hat er das Tor verfehlt. War einen halben Meter über rechts. Komm schon. Nein. Das war enorm wichtig, dass dürfen nicht angreifen. Das geht gar nicht. Ich muss mal kurz den Kater bändigen. So, meine Freunde, Kater gebändigt. Ich hoffe, dass er sich beruhigt hat jetzt. Lang und weit gesperrt. Und Tor! Nein! Oh. Klasse, ganz ich war gar nicht mehr darauf vorbereitet. Ah, schöner Pass von Selke. Ja, Simba, alles gut. Komm her. Ja. Was kann ich hier eigentlich machen? D-Zug. Ich habe keine Ahnung, was D-Zug heißt. Und er ist zur Stelle. Da ist die Möglichkeit. Na, nicht gut. Kater Vickers war echt nicht die beste Idee, den einzusetzen. Jetzt ist was möglich. Ab auf die linke Seite. Der Ball gelangt zu Dira. Der ist schön durchgekommen. Gut, jetzt. Danke. Das hätte ganz leicht ins Auge gehen können. Ein ganz wichtiges Tackling. Normalerweise macht man sowas nicht in Unterzahl, aber hier war es definitiv die einzige Option. Korea, Korea, jetzt an den Wind geblockt. Och. Sperren ohne Ball. Verdammt noch eins. Ah, Kader Vickers war nicht die beste Idee. Der Ball kommt durch. Ey, ich sage, du bringen sollen. Das ist ein Foul. Ach ja, Foul. Komm, deine Mutter war ein Foul, ey. Faules Ei war sie. Ach, gegen mich. Ja, okay. Was sie jetzt machen, ist Schadensbegrenzung und das Beschränken auf das Allernötigste. Erstmal Kopfball. Nee, nicht ganz. Ja, Kater allein ist ja gut. Ja, mein Simba. Gut abgelaufen. Mein Tigerchen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Sané! War nicht Sané. War. Boah. War sehr gut, glaube ich. Von Persi. Und über kann ich für Kater Vickers eh jemand anders bringen? Der regt mich irgendwie auf. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit dem gut beraten bin. Er hat ihn einfach stehen lassen. Will ihn dann, schießt ihn aufs Tor. Oh, schön, ist auch schon tot. Aber er hat ihn nicht festgehalten. Glück für ihn, dass der eigene Mann zur Stelle ist. Da geht er durch. Nein. War schon viel zu lang. Na, aber bis jetzt können wir zumindest die zwei Gegentore halten und kriegen nicht noch mehr. Spiel läuft über die Außen. Ah, Korea. Was macht er daraus? Nein! Da ist der ja! Schön! Nimm den Ball und weiter geht's. Genau so. Kein frei. Ein Treffer fehlt noch. Bitte entschuldigt, wenn ich ab und an mal unterbreche, aber den Kader gerade ein bisschen Aufmerksamkeit schenken, nicht, dass er wieder Wyatt geht. Aber schön, schöner Ballgewinn von Selke. Dann über Korea die Flanke. Schönes Ding. Selke? Oh, nein. Und Kleinigkeiten verhindern den Treffer. Ja, sie haben das prima gemacht. Sie sind in den 16-Meter-Raum gekommen. Die Flanke kam gut. Die Chance allerdings wurde. Ja, das hat keinen frei. Ja, weil er wieder so ein Seitfalls hier. Aber ich glaube, sonst wäre er vielleicht auch nicht an den Ball gekommen. Aber die Übermacht von Fenerbahce, die ich eigentlich erst gedacht habe, dass wir hier ganz klar untergehen in der ersten Runde des Englischen Pokals, hat sich. Boah, hat sich ein bisschen. Boah, das ist in Luft aufgelöst. Nein, ja, nee, ich hab nach unten gedrückt. Versucht die Gasse zu finden. Sucht seinen. Er bringt ihn. Er versucht. Abgefälscht.
Das Ding wäre drin gewesen von Koya. Oh, da habe ich sehr geschossen, hätte aber eigentlich auch schon drin sein müssen. Ginter ist dann okay. Kater Wicker ist allerdings nicht. Solo habe ich eigentlich damit gerechnet, dass am Ende mehr rauskommt. Schön Kalmin frei. Ach, wie kann er den Ball nicht auch nicht annehmen? Das regt mich auf, sorry, aber den Ball, den kann sogar ich stoppen. Die immer wieder die Offensive suchen und zum Abschluss kommen. So darf's weitergehen in der zweiten Halbzeit. Da habe ich noch einen DMF dabei. Wer verliert denn am wenigsten? Ich glaube, die verlieren alle sehr viel. Evan Neves. Er ist grundsätzlich, glaube ich, ein sehr starker Spieler. Und wir sind die gelbe Karte los. Koja. Ja. Nein. Er kam wenig sich da verschätzt hätte. Nee, eigentlich habe ich ehrlich gesagt, warum seid ihr flachpfeifend zu dumm, einen Tor zu schießen? Das war ganz genau nimmt, aber hey. Abschlag auf Koer. Koer verliert den Kopfball. Kann Aska Ziba da was retten? Ja, kann er nicht. Weil ich den Namen nicht aussprechen kann. Oh, Neville ist eigentlich schön gemacht. Aska Bier. Boah, wenn Ginter da nicht gewesen wäre. Gerade habe ich das Spiel doch gar nicht mehr, aber die meisten abgefallenen Pässe. Aber gefühlt das meiste zugelassen. Ochoa. Neves. Neves treibt den Ball auf frei. Ach nee. Der braucht ja immer ein bisschen zu lange zum Passen. Kann doch nicht sein in diesem Spiel. Abseits. Danke. Ich wollte mich schon aufregen. Aber ganz klar abseits. Der kommt weit nach vorne. Das ist klar erkennbar, dass Karim frei. Respekt haben vor den schnellen Was war? Okay, damit hast du dich gerade. Ja, da läufst du nicht Gefahr, so schnell überrannt zu werden. Damit hast du dich gerade ins Ausgeschüttet. Aus dem Spiel genommen zu werden. Da bist du zwar selten am Ball, aber du hast trotzdem mehr Kontrolle über das Spiel und den Gegner. Koer, der ehemalige Stürmer, verliert da echt was bei. Ich traue ihm mehr zu. Auf der Außenbahn. Ich traue ihm mehr zu im Sturmzentrum als Davy selten. Mit den Abläufen auf dem Rasen nicht mehr einverstanden. Da muss ich vor allem links nicht. Und deswegen jetzt frisches Blut, zwei neue Spieler. Aber nur nicht mehr wechseln, ne? Jetzt muss Koer das Ding ändern. Oder Graham und Brandt, ne? Oh, wir haben gerade schon das vermeintliche 3-1 gekriegt. Sie liegen immer noch hinten und so langsam läuft ihnen auch die Kann nicht sein. Danke, dass wir mal an den Ball kommen. Danke, dass wir nicht an den Ball kommen. Könnt ihr jetzt mal einer diesen... Kann doch nicht wahr sein. Ein wirklich brillantes Tor. Er versucht's. Kann doch nicht wahr sein, dass wir da über 3 Minuten den Ball nicht gekriegt haben. Das ist doch zum Kotzen. Ja, jetzt ist es egal. Jetzt müssen wir voll angreifen. Sehr viel Routine, ganz abgebrüht. Ja, weil du den Ball halt auch erst spielst, nachdem der Ball eigentlich schon weg ist. Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel. Es fehlt die allerletzte Präzision im entscheidenden Moment des Passes. Mann. Boah, es wird schwer. Vielleicht können wir uns noch die Verlängerung retten. Ich sehe uns schon ausscheiden in der ersten. Im ersten Spiel der.
Aber vielleicht nicht so die beste Idee, die Mannschaft komplett auszuwechseln. Dann muss ich natürlich dann auch meine Kappe nehmen. Übrigens, ja, die Lexie jetzt seht, die habe ich auch, wo auch immer die jetzt gerade herkommen. Da nutze die Chance. Ey, wenn der jetzt wieder reingegangen wäre, ne? Obwohl da fünf Mann um den rumstehen. Ah, wir brauchen Tore. Ich wusste, ich bin noch nicht bereit für Profi. Aber auch fortgeschritten bin ich dann 8-0. Ja, was machst du denn? Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts mehr. Mein Gott, Jungs, jetzt reißt euch doch mal zusammen hier. Ja. Schlauer. Jetzt der Schuss. Ist ich kann okay. Mir nicht vorstellen, dass sie sich das noch mal nehmen lassen. Fenerbahce steht für Konterfußball vom Allerfeinsten und hier haben sie es wieder mal bewiesen. Naja, deine Mutter steht für Konterfußball vom Allerfeinsten. Ach, was macht er denn? Das kann doch nicht wahr sein. Ich stopp den Ball und der vertändet den Ball so krass. So nervig, er ist Fuller, ey. Warum stirbt eigentlich Ginter mit und nicht? Ja, lauf halt den Ball nicht in. Ach komm, das Spiel ist doch gerade wieder gegeben. Ich könnte mich schon wieder aufregen und Ende. Ah, fliegen wir halt aus dem Pokal raus. Ist okay. Psch. Was ein Bullshit, ey. Na, natürlich kommt der Pass nicht an. Ja, er kann aber auch keinen Zweikampf gehen oder was wollt ihr mir da erzählen? Er ist zu blöd, einen Zweikampf zu machen. Ein defensiver Mittelfeldspieler ist nicht in der Lage, einen vernünftigen Zweikampf zu machen. Nee, ist klar, komm. Hat unglaublich viel Zeit und Platz. Ab in Richtung Tor. Also damit erschreckt er überhaupt niemanden. Erst macht er alles richtig, er erarbeitet sich diese Chance und dann vergibt er sie fahrlässig hochziehen. Das ist mein Spiel gerade. Drei Tore schießen. Hoch auf die Flanke. Da ist die Flanke. Soeben gerade noch dazwischen gefunkt. Oh, das ist. Das kann doch nicht wahr sein, dass. Ja, kein Fehlpass, oder was? Spiel ich jetzt hier auf Legende, oder wie? Sag mal. Ach komm. Nee, ich schmeiß gleich den Pad weg. Ach ja, das war faul, natürlich, weil der Ball auch ohne Ball zu spielen einmal übers Feld rollt. Ah, ganz klar faul. Wenn sie so weiter reingehen, am Ende des Spiels hier jeder eine Karte. Ganz klar Fehlentscheidung, ey. Correa. Schön ihn über die Klinge springen lassen. Es geht über die Außenbahn. Julian Brandt bringt ihn rein. Oh Mann. Sie kriegen doch nicht mehr. Sie kriegen wenigstens noch zweites Tor hin. Das ist jetzt mein Ernst, ja. Und über die Seite. Julian Brandt bringt ihn. Er versucht's. Und den Abfaller. Das wird nichts mehr. Er bekommt den Rebound und reagiert klasse. Ist der reaktionsschnell. Der Ball prallt ab. Er ist sofort da und schlägt. Ah, schön gespielt, keine Frage. War alles nach vorne geworfen. Der hätte eigentlich schon drin sein müssen, aber er trifft ja den Querbalken. Und da kann man echt vom Glück reden, dass Sané den reinmacht. Ich stand noch genau zwischen. Aber. Ja, zu spät, viel zu spät. Kriegen halt auch einfach den Ball nicht, ja. Den Raum auf dem Flügel. Sollen wir das dritte noch machen, fehlt uns die Zeit nicht. Wir hätten das vierte nie kriegen dürfen. Witzel. Einfach nach vorne geschlagen. Jetzt ist Übersicht gefragt. Ab auf die linke Seite. Da geht er durch. Er ist und er zieht ab. Oh, und der geht auch noch einen Kilometer im Tor vorbei. Das Schicksal ist besiegelt. Also, dass man so früh ausscheidet, hätte beim besten Willen niemand erwartet. Enttäuschend, ja. Wie man sich hier präsentiert hätte.
Das war wirklich enttäuschend. 4-2 raus. Hier ist voll ausgestiegen gegen Fenerbahce. Ich möchte gerade irgendwo. Oh. Englischer Pokal. Shakhtar Donetsk gewinnt 2-0 gegen den AFC Ajax Amsterdam. KHL Genk gewinnt 1-0 gegen Rasenballsport Leipzig. Valencia gewinnt 2-0 gegen RSC Anderlecht. Stade Rennes verliert zu Hause 0-3 gegen Norwood. Besiktas gewinnt 4-2 gegen Fulham. Fenerbahce schlägt zu Hause 4-2 den Individual FC. Olympique Lyon gewinnt in der Verlängerung 1-0 gegen Nizza. PSG United verliert zu Hause 1-4 gegen Sporting. Torino verliert in der Verlängerung 1-3 gegen den ZSKA Moskau. Lancashire gewinnt 1-0 gegen Schalke. Ede Yellow gewinnt 4-0 gegen Basel. Und Galatasaray verliert zu Hause gegen die PSV aus Eindhoven. Boah, nervt mich das. Oh, nervt mich das. Ja, liebe Leute. Ja, das war. Ja, 2 Tore gemacht, aber 4 gekriegt. Das war nicht gut. Ich glaube, ich muss nochmal die Innenverteidigung ein bisschen weiter zusammensetzen. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Wir sind cool.